Hallo und herzlich willkommen zurück zu Freelancer Crossfire. Und nachdem wir in der letzten Folge das erste Kapitel der Crossfire-Kampagne überlebt haben, möchte man fast sagen, es war ziemlich heftig, und die Kusari-Flotte gefunden haben, geht's heute weiter. Ich guck mal in den Log, ob es hier drin steht. Tatsächlich. Halt, hier ist der Log. Nee. Tatsächlich nicht. Das ist aber... Oder? Steht hier was drin? Also lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben das letzte Mal New London erreicht. 4 Monate nach dem Ereignis, dass wir die Datendisk gefunden haben und die Kusari-Flotte sozusagen auch gefunden haben. Und die Datendisk beinhaltete, dass wir... Oder dass es Hinweise auf den Planeten Erde gibt und das Sonnensystem, wohin wir fliegen können. Das Ganze wurde in Bretonnia erforscht in New London und wir sollen jetzt direkt losfliegen. In einem nahen System hat ein bretonianischer Erkundungsschiff eine sehr interessante Entdeckung gemacht. Ich bin derjenige, der dahin fliegen soll und die Daten verifizieren sollen. Reward Money and Fame. Trent wird famous. Ich bin sehr gespannt. Also das erste Kapitel der Crossfire-Kampagne war ja schon echt heftig, wer es von euch gesehen hat. Dass uns da auf einmal erstmal 4 Nomadenschlachtschiffe entgegenkommen mit haufenweise Nomadentoren in dem einen System. Wie hieß es gleich? Ich hab's schon wieder vergessen. X3043 oder so. Ich kann mir das mit dem... Ich kann mir diese Namen nicht merken. Da wird geschossen, aber das ist jetzt eher... Oh. Weniger interessant. Juni mit an Bord. Juni fliegt wohl mit... Ach, tatsächlich! Juni fliegt mit uns mit. Nachdem sie das letzte Mal Kommandeurin auf der Osiris war, fliegen wir jetzt in Richtung... Es müsste Dublin sein, ne? Wir fliegen nach Dublin. Mal gucken. War nicht in Dublin sogar, wer sich an einer der ersten Folgen erinnert, so ein Sprungloch in irgendein System, was wir noch... Tatsächlich. Hier war dieses Hyperion-Sprungtor. Und ich hatte noch irgendwann gesagt, wir werden das mal zusammen erforschen. Brauchen wir nicht mehr. Das machen wir jetzt. Innerhalb der Crossfire-Kampagne. So, einmal mit dem Sprungtor interagieren und andocken. Dann ist hier gerade tatsächlich besetzt. Und wir dürfen uns hier einreihen. Wer von euch ist es? Ach, der Zug hier. Hi, was hast du denn geladen? Ach, nix. Der ist leer. Toll. Und auf dich warte ich jetzt hier, oder was? So, jetzt dürften wir doch. Oder? Dürfen wir? Nein, der nächste Zug, der ist wirklich leer. Das hätte mich jetzt sehr gewundert, wenn der auch was geladen hätte. Da war kein Cargo drauf und nix. Also keine Frachtcontainer. Beim ersten waren da wenigstens Frachtcontainer drauf, aber die waren halt leer. Und dieser Zug hatte halt jetzt gar nichts. So, mal gucken. In Dublin waren wir lange nicht, ne? Oh, Korsan. Hi, Jungs. Wie geht's? Und Mollys. Die kloppen sich wohl hier gegenseitig. Macht mal. Wir fliegen wirklich zu diesem Hyperion. Doch. Es ist ja irre. Oh Mann, ich bin schon wieder wie wahnsinnig gespannt, was uns da auf der anderen Seite erwartet. Es kann durchaus sein, oder es hätte durchaus sein können, dass wir in der Grundspielkampagne oder während der Grundspielkampagne gar nicht hätten durchfliegen können. Dass das für uns gesperrt gewesen wäre. Es hätte auch sein können, dass wir hätten durchfliegen können. Aber wir dann auf der anderen Seite des Sprungtors wahrscheinlich mächtig auf den Deckel bekommen hätten. Das ist das New London Sprungloch, das hätte man theoretisch auch nehmen können. War ja nicht weit weg, im Grunde genommen. So. Hier drüben müsste dann irgendwo... Das ist das Leeds Sprungloch, man sieht es ja gerade kaum.
Die Hut ist von hier aus nicht zu sehen, ne? Hier sind noch diverserlei Asteroiden-Abbauschiffe. Aber sonst siehst du hier eigentlich wenig. Sonst noch irgendwie? Die Abbaustation Glorious, die hier war, wo wir Quintain abgeholt haben, sieht man hier nicht mehr, ne? Könnte sein, dass die zerstört worden ist. Kann man sich ja auch historisch dahingehend erklären. Wie jetzt? Stopp. Wo sind die? Tatsächlich. Ausgestoßene mit Sabre. Na klar. Kommt her. Machen wir mal ganz nebenbei. Au. Machen wir mal ganz nebenbei, sagte ich noch. Boah. Heftig. Ihr könnt doch hier nicht mit einem Sabre angeflattert kommen, Leute. Das waren gleich drei. Eieieiei. Ja, jetzt geht der Kampf los. Da kommt auch noch eine Rakete auf uns eingeflattert. So, der erste von den drei ist weg. Wow. Au. Mensch, merkt ihr nicht, dass das irgendwann wehtut? Das sind vor allem Raider. Was sind denn das für Raider, bitte? Ich weiß, wir waren mit den Ausgestoßenen zuletzt nicht sehr gut in Kontakt. Was durch die Rücksetzung vom Grundspiel einfach geschehen ist. Und wir waren jetzt mit den Korsaren eigentlich ein bisschen besser gestellt. Zuletzt. Aber. Aue! Ihr müsst doch nicht gleich bei Sabre vor die Nase schießen. Während ich nur hier ein Adler bin, Juni da mit ihrem typischen LSF-Schiff. Was zwar sicher zwischendurch geupgradet wurde, waffenklassentechnisch, aber im Grunde genommen uns nicht sehr viel hilft, bis wir jetzt fertig mit Raketen schießen. So, 1 gegen 1. Jetzt wird's endlich fair. Komm her. Der Sabre, wie gesagt, das hatte ich, glaube ich, in den letzten Folgen erzählt, ist so ein Mittelding. Von der Wendigkeit her zwischen Adler und Titan. Gut, da ist jetzt auch, das ist jetzt, glaube ich, auch kein Vergleich. Weil der Titan ja wirklich, wie ich das neulich schon sagte, ein Klops ist. Stellt euch einfach so, weiß nicht, so Kartoffelkloß vor, der gerade frisch aus dem Topf kommt, gekocht. Und dann von Oma so auf den Teller geklatscht wird. Batsch. Das könnte auch so ein Titan sein. Genau so ein Kloß. Also zumindest vergleiche ich das jetzt so. Beim Adler ist es ja zumindest ein bisschen wendiger. Ach, komm her. Du hast doch eh verloren. Geht doch. So. Oh, wir sind ja ziemlich weit hinters Sprungtor gekommen. Also, nachdem wir jetzt diese nette Runde Ausgestoßene erledigt haben, geht's jetzt weiter in Richtung Hyperion. Grundproblem an der Sache ist jetzt, dass ich befürchte, dass auf der anderen Seite noch wesentlich mehr Ausgestoßene auf uns warten. Mit Sabren. Oder mit anderen Schiffen. Die Crossfire-Kampagne bietet ja so einiges. Es kann auch sein, dass Nomaden auch noch auf uns warten. Ich habe keine Ahnung. Das werden wir jetzt sehen. Zeig her. Was ist denn das? Moment mal. Kusari Polizei. Nee. Dem Shroud, das sind doch aber. Okay, wir sind in einem System gelandet, welches offensichtlich Handelsrouten hat. Muss ich mal hier gucken. Sind hier auch. Patrouillenkarten sind hier nicht vorhanden. Hier ist ein Planet, ja. Hier ist auch noch ein kleiner Planetoid. Sylvan und was ist das?
Lacher, Latscher, wie auch immer. Warp-Anomalie, ich krieg Angst. Ich krieg eine Riesenangst, wo wir hier hinfliegen. Ich krieg gerade eine wirklich große Angst. Da hinten ist eine der beiden Sonnen in dem System. Das ist ziemlich lustig. Ich kann es ja nochmal zeigen. Hier ist eine. Und hier ist eine blaue Zwerg und Medium-Gelb. Pallasch. Boah, wir fliegen übelst nah an diese. Obwohl, nein, die ist noch relativ weit weg. Ja, hier ist eine Warp-Anomalie. Hier kommen. Wollen die echt da rein? Jetzt im Ernst? Wir springen in die Warp-Anomalie. Andere Schiffe genauso. Das ist kein normales Sprungtor. Das ist erst recht kein Sprungloch. Mir ist mulmig. Mir ist mal wieder sehr, sehr mulmig, wo es jetzt hingeht. Oh Gott, und es ist auch noch ein rotes Sprungloch. Das sind, glaube ich, die Sprunglöcher, die immer so weit gehen, oder? Ist das hier vielleicht so ein Hypertor-Ding, wie wir es im Grundspiel schon erfahren haben? Was übelst weit geht, so mitten durch den Sektor. Oder wir springen jetzt in eine ganz andere Galaxie. Das ist auch möglich, dass wir jetzt außerhalb des Sirius-Sektors landen. Oder... Wir sind auf jeden Fall irgendwo gelandet. Hier ist ein Warp-Tor. Oh, was denn jetzt? Was geht ab? Nein! Nun seht mal an, wo wir gelandet sind. Wir sind in unserem Sonnensystem gelandet. Wow! Das ist ja echt irre, was die Entwickler sich da haben einfallen lassen. Von der Crossfire-Mod. Das ist ja der absolute Wahnsinn. Guckt euch das an mit allen Monden, die Saturn zum Beispiel hat. Uranus war da hinten, da ist Neptun. Boah. Jetzt bin ich ja völlig hin und weg. Da ist eine Station. Irgendwo zwischen Neptun und... Neptun Warpgate. Wir sollen damit docken. Trent, good. We just received a message from Aurelian with new orders. Everybody ready? Ja, aber... Go ahead and enter the gate. Okay. Also wir sind bei Pluto und bei Charon. Okay, das war ein ziemlich wilder Ritt, aber wir sind durch. Das ist also das Sol-System, also das Sonnensystem. Ich hoffe, das ist es auch wert, die Reise sozusagen. Gerüchte sagen, dass das Sonnensystem von außerirdischen Kräften angegriffen wurde und die Sonne in eine Supernova umgekehrt wurde, aber... Das war wahrscheinlich nur irgendeine Geschichte, beziehungsweise ein Märchen. Jetzt gucken wir mal, was hier so passiert. Scanners haben keine aktiven Schiffe in nähere Reichweite gescannt. Aber die Scanner registrieren nichts. Keine Radiosignale, keine Energie, keine Energiequellen. Dieses System ist ziemlich tot. Nur diese Sprungtore scheinen irgendwie zu funktionieren. Was passiert hier? Okay. 700 Kilometer. Boah, verdammt. Okay, wenn wir das manuell fliegen würden, wäre es ein bisschen wahnsinnig. Wir versuchen mal diese Sprungtore zu nehmen. Diese Warp-Tore, die ziemlich verrostet sind offensichtlich. Wir springen mal. Irgendwo hin. Hier ist keinerlei Aktivität, aber es sind doch andere Schiffe mit hier rüber gesprungen. Was ist hier los? Mal gucken, wo wir jetzt landen. Ich
Okay, wir sind irgendwo anders gelandet. Hier ist noch ein Sprung. Wir sind bei Neptun gelandet. Pluto ist nicht in Sichtweite. Okay. Hier ist Triton, da hinten ist Saturn. Okay, da ist Proteus und wir sollen hier mitten in Neptun reinspringen. Das ist doch Uranus, nicht Neptun. Das ist wahrscheinlich ein Schreibfehler, denke ich. Aber wir sollen direkt reinspringen. Ich habe keine Ahnung. Und hier ist halt wirklich nichts, ne? Es ist gar nichts los hier. Was ich auch schon ziemlich beängstigend finde. Also ich warte jetzt eigentlich nur drauf, dass hier auf 5 Nomadenschlachtschiffe auf einmal erscheinen. Jetzt sind wir bei Uranus. Moment mal. Da hinten war Neptun 200 Kilometer entfernt. Ist das Mars oder wie? Das andere ist noch ziemlich weit weg. Wir arbeiten uns wahrscheinlich kreisförmig in das System vor. Ich guck mal auf die Karte. Pluto, Neptun, Uranus. Hier sind sogar Handelsrouten. Kleinere. Wir arbeiten uns sprunghaft tatsächlich zur Erde vor. Das ist irre. Also, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich bin jetzt hier gerade wirklich mit jedem Sprung gespannt, ob hier nicht gleich die große Überraschung auf uns wartet. Ob wir nicht jeden Moment... Oh oh. Na? Was habe ich gesagt? Trent, I don't think we can get out of this. Ist das nicht irgendwie eine Adaption von einem Star Wars Schiff? Wir haben noch ein klitzekleines Problem. Das Ding ist riesig. Es kassiert zwar Schaden. Wir aber auch. Und wir sind vor allem nicht schnell genug, diesen Kanon auszuweichen. Okay, ich brauche irgendwie eine Stelle, an der wir diesen Kanon entkommen, weil wir gerade schon wieder keine Schutzschiffbatterien mehr haben. Der hinten scheint relativ gut. Relativ. Wohlgemerkt. Legen wir dieses Ding platt. Au. Oh nein. Wir haben den ganzen Unterbau verloren. Tja, aus dem Adler wurde auf einmal ein Falke. We can't win this, Trent. Ja, und nu? Die Osiris hat sich gerade irgendwo enttarnt, aber wo ist er? Ich muss landen! Ich muss landen! Colonel Trent, Colonel Zane, da drüben. Verlassen Sie den Kampf und kehren Sie sofort zur Basis zurück. Ja, ich bin ja schon dabei. Jupiter, Uranus, also das wäre das nächste gewesen. Hilfe, 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 Hilfe! Okay, wir sind da. Oh. Oh mein Gott. Ich bin gerade mit dem Schrecken davon gekommen. Okay, also der erste Kontakt mit dem Nomaden Strike Carrier, also mit diesem Riesenschiff, war ein riesengroßer Schock für die Häuser von Sirius. Niemals hat jemand sowas vor der Nase gehabt. Juni und Trent waren gezwungen von Sol, also vom Sonnensystem, zu flüchten mit der Hilfe von Aurelion, der im letzten Moment auch erschienen ist. Die Osiris ist zurück in den bretonianischen Raum geflogen für wesentliche Reparaturen und die Warp-Anomalie wurde für die nächsten 2 Wochen geschlossen. Wie sollte das gehen? Unterdessen wurde die Befreiung vom Sonnensystem geplant. Okay. Schlussendlich fliegen wir zurück ins Sonnensystem. Recon Units weiß ich gerade nicht. Wahrscheinlich Speereinheiten haben berichtet, dass der Strike Carrier in der Nähe von Saturn wieder gesichtet wurde. Und es wird jetzt Zeit, dieses Biest kaputt zu machen.
unsere Angriffsgruppe wird den Carrier direkt angreifen. Wir müssen alle Jäger ausschalten und die Eskorten, während unsere Schlachtschiffe sicherstellen, dass keiner von den Nomaden abhauen kann. Wenn dieser Strike Carrier wirklich isoliert wurde, kommt die zweite Kampfgruppe in den Kampf und nimmt das Ding auseinander. Wir müssen das gewinnen. Koste es, was es wolle. Ja, hehehe. Das war mein ganzer Unterbau.